Dankeschön, liebe Genossinnen und Genossen. Früher als Landesvorsitzender bei Großworten hätte ich gesagt, Berlin ist immer eine Reise wert, wenn man aus Magdeburg kommt. Jetzt, wo ich mit meinem anderen Job mehrmals die Woche hier bin, sage ich einfach mal Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Liebe Genossinnen und Genossen, die Linke ist nach dem zu Ende gegangenen Wahlzyklus 2013-14 in einer sehr spannenden Situation. Der Wahlabend in Thüringen hatte für alle Beteiligten durchaus etwas Historisches. Und auch wenn noch nicht feststand, bis bis heute noch nicht feststeht, für die Linke wurde an diesem Tag durchaus ein Kletterhaken in die Wand gerammt, an dem sich die ganze Partei insgesamt durchaus ein Stück weit emporziehen kann, auch wenn die Höhe manchen etwas schwindelig werden lässt. Und dabei geht es weniger um die noch nie erreichten 28,2%. Natürlich ist das eigentlich Faszinierende an diesem Ergebnis die Aussicht, die es bietet. Abgesehen von vereinzelten Stimmen in der Partei habe ich den Eindruck, als würden sich alle auf Bodo freuen. Und das ist gut so, liebe Genossinnen und Genossen. Was die Partei aber in ihrem Wohlgefühl diesbezüglich nicht vergessen sollte, und dafür will ich werben, sind die Hausaufgaben, die sich uns trotz allem insgesamt stellen. Die Wahlen der vergangenen 12 Monate auf allen Ebenen, Kommune, Länder, Bund, Europa, bieten dafür ausreichend Ausgangspunkte. Die Liste ist lang. Strukturell finanzielle Fragen, kulturelle Fragen, inhaltliche Fragen, strategische Fragen. Die Linke, liebe Genossinnen und Genossen, ist immer dann gut, wenn sie inspiriert. Beschwörungsformeln sollten wir anderen überlassen. Die Partei lebt mitunter jedoch davon. Allerdings kann man mit sowas auch ganz langsam untergehen, denn solche Beschwörungen verschleiern mitunter mangelnde Substanz oder Relevanz. Losungen werden selten Realität, Lösungen aber können ein Anfang sein, diese zu verändern, liebe Genossinnen und Genossen. Wer nach Lösungen suchen will, muss sich trauen, Fragen zu stellen, auch die großen Fragen. Gewissheit setzt Staub an, Neugier macht interessant. Wenn beinahe alle politischen Parteien heute darüber klagen, dass sie schwere Probleme haben, Menschen zur Mitarbeit zu gewinnen, dann liegt das auch an ihrer Erscheinung und an ihrem Gestus. Liebe Genossen und Genossen, ich möchte, dass wir uns wieder mehr trauen als in letzter Zeit, offen Fragen zu stellen und auch eigene Positionen zu hinterfragen. Das ist weder ein Zeichen von Schwäche noch von Opportunismus, im Gegenteil, es ist ein Zeichen von Selbstvertrauen und eine Frage des Selbstverständnisses. Die Linke ist nicht der Nabel der Welt, ist nicht der eingemauerte Fixpunkt, um den sich alles dreht. Die Zustände ändern sich, Gesellschaft verändert sich. Wir sollten uns darauf einstellen und nicht warten, dass sich die Bedingungen wieder günstiger für uns fügen und zu unseren Konzepten wieder passen. Andersrum wird ein Schuh draus. Und dabei geht es nicht um Beliebigkeit, liebe Genossinnen und Genossen. Maßstab konkreter Politik und konkreten Handelns bleibt unser Wertesystem als demokratisch-sozialistische Partei. Eine Kapitalismuskritik auf der Höhe der Zeit ist unabdingbar. Gemeinsame Sache mit kruden Verschwörungstheoretikern gibt es nicht. Ein unverstellter Blick auf die Situation im Nahen Osten gehört zu uns. Das bedienen antisemitische Klischees nicht, liebe Genossen. Ein waches Bewusstsein für unsere eigene Geschichte ist Ausgangspunkt zukunftsfähiger linker Politik. Vereinfachtes Schwarz-Weiß-Denken oder romantische Verklärungen verbauen diese Zukunft. Liebe Genossen und Genossen, lasst mich die Gelegenheit nutzen, im November in Berlin etwas mehr zum Thema Geschichte zu sagen. In den letzten Tagen konnte einen unvorsichtigen Beobachter das Gefühl beschleichen, es würde uns in diesem Herbst leichter gemacht als sonst, mit diesem Thema umzugehen. Der Amtsmissbrauch eines Bundespräsidenten für parteipolitische Propaganda,
Beschimpfungen in einer Bundestagsfeierstunde schließen die Reihen und verschaffen der Linken Solidarität von manch unverhoffter Seite. Dennoch, die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte, dem Scheitern des real existierenden Sozialismus, darf uns nicht leicht fallen. Dafür ist sie viel zu differenziert. Dafür waren die Ereignisse viel zu einschneidend, gerade für unsere Partei. Unsere Verantwortung vor der Geschichte bleibt übrigens auch egal, ob wir, wie gerade in Thüringen, uns darum bemühen, zu regieren oder nicht. Wir wissen sehr genau, der real existierende Sozialismus scheiterte an Unfreiheit, ideologischem Dogmatismus und wirtschaftspolitischem Versagen. Und wir wissen, es gibt kein Zurück hinter unseren Bruch mit dem Stalinismus als System oder es gibt keine gesellschaftlich relevante Linke mehr, liebe Genossinnen und Genossen. Die Ergebnisse des real existierenden Sozialismus sind bis heute Hypothek der politischen Linken. Sein Ende wiederum war aber auch die Voraussetzung dafür, dass sich eine demokratisch-sozialistische Partei in der gesamten Bundesrepublik etablieren konnte. Dass wir diese Chance im Übrigen nach 1989 allerdings überhaupt genutzt haben, dafür trägt nicht zuerst meine politische Generation die Verantwortung, sondern jene Mitglieder unserer Partei, die deutlich älter sind als ich. Und dafür verdienen sie unseren Respekt und unseren Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, 25 Jahre friedliche Revolution sollten nicht nur Anlass sein zu erinnern, sondern auch auf gesellschaftliche Zustände heute zu schauen. Was ist aus der großen Sehnsucht nach freien Wahlen und echter politischer Mitbestimmung geworden angesichts dramatisch sinkender Wahlbeteiligung? Was ist aus der Hoffnung auf ein neues, friedliches, gemeinsames Haus Europa geworden angesichts kriegerischer Auseinandersetzungen heute mitten in Europa? Ich bin mir sicher, die Erinnerung an den Herbst 1989 ist auch für uns ein Grund zum Feiern. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass sich alle etwas sehr viel mehr und intensiver auch der Frage zuwenden, wie es denn heute und hier und in der Welt um Gerechtigkeit und Freiheit bestellt ist. Die einen reden nur gern über die kritikwürdigen Zustände heute, ohne ihre eigene Geschichte zu reflektieren. Die anderen erwecken den Eindruck, wir hätten vor 25 Jahren den ewigen Glückszustand erreicht, ohne ihre eigene aktuelle Politik zu hinterfragen. Beides ist unzulänglich, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, am Morgen des Nikolaustages können wir, wenn alles gut geht, den ersten linken Ministerpräsidenten aus dem Stiefelchen ziehen. Das ist eine feine Sache. Aber ich sage uns als Partei auch, der schwierige Teil kommt danach, nämlich die fünfjährige Amtszeit. Nichts wird Bodo, und wir haben seit 6, 8 Wochen dafür einen Vorgeschmack bekommen, nichts wird Bodo und uns geschenkt werden. Umso wichtiger ist es, dass wir uns füreinander von Bundesland zu Bundesland, vom Bund zu den Ländern und umgekehrt ernsthaft füreinander interessieren. Ich will allerdings auch davor warnen, und das habe ich in Thüringen vor Ort auch gemacht, die Thüringer Entscheidung zu überfrachten. In Erfurt wird in den nächsten Wochen nicht darüber entschieden, wie die nächste Bundesregierung 2017 aussieht. Für einen Politikwechsel im Bund bedarf es einer ausreichenden parteiübergreifenden inhaltlichen Basis und einer gesellschaftlichen Erwartungshaltung danach. Von beidem sind wir weit entfernt. Aber klar ist auch, wer einen Politikwechsel erreichen will, muss in den Ländern die Voraussetzungen dafür schaffen. In den kommenden 2 Jahren stehen eine Reihe von Landtagswahlen an. Hamburg, Bremen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Wenn die gesamte Partei dies als eine gemeinsame Herausforderung ansieht, können wir daraus etwas richtig Gutes machen.
Berlin, liebe Genossinnen und Genossen, hat wohl etwas Besseres verdient als diesen Senat. Aber nichts ist selbstverständlich und schon gar nicht politische Wechsel nach links. Im Gegenteil, im Moment driftet unsere Gesellschaft nach rechts. Die Wahlerfolge der AfD sind der wohl am meisten diskutierte Beleg dafür. Mindestens genauso viel Sorge macht mir, was sich insgesamt in der Gesellschaft breit macht. Anwachsenden Hass und Gewalt gegen alles, was fremd erscheint, werden wir niemals akzeptieren, liebe Genossinnen und Genossen. Und eine offizielle Politik, die diese Stimmung noch bedient und Flüchtlinge wie Menschen zweiter und dritter Klasse behandelt, das muss ich hier in Berlin nicht lange betonen, ist nicht nur menschenunwürdig, sondern sie ist auch brandgefährlich. Übrigens, auch diese Bemerkung will ich machen. Auch die offene Hetze gegen Gewerkschaftsfunktionäre ist ein bedenkenswertes Zeichen. Man muss die Mehrheitsmeinung der GDL-Mitglieder nicht teilen. Und man kann und muss auch darüber diskutieren, wie wir Tariffindung organisieren wollen in Unternehmen mit mehreren Gewerkschaften. Aber einen Gewerkschaftsvorsitzenden zum öffentlichen Freiwill zu erklären, das ist inakzeptabel, liebe Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich wünsche euch einen erfolgreichen Parteitag. Ich wünsche euch die nötige Ausdauer auf dem langen Weg, den nächsten 2 Jahre bis zur Abgeordnetenhauswahl. Ich will euch die Unterstützung der Bundespartei dabei zusagen. Wir reden in 2 Jahren noch mal drüber, glaube ich. Und Klaus und allen, die heute kandidieren, wünsche ich alles Gute. Dankeschön.